Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer zwölfteiligen Serie Die größten Fehler im Verkaufsgespräch, im Verkaufsprozess. Heute geht es um das Thema der fördernden, der zielführenden Zeitplanung. Denn die meisten nehmen sich entweder gar keine Zeitfenster vor oder zu wenig Zeitfenster vor oder die Zeitfenster werden einfach an den falschen Punkt im Wochenplan gesetzt. Und damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Es ist letztendlich so, wenn du dich daran erinnerst, dass der Leitfaden über 7 bis 12 Phasen braucht, dann braucht natürlich auch jede Phase in der Bedienung ein extra Zeitfenster. Das eine ist es, E-Mails zu schreiben. Das andere ist es, Termine zu vereinbaren. Das nächste ist es, die Verkaufsgespräche durchzuführen. Als nächstes brauchst du Angebotserstellungsphasen. Dann brauchst du auch Follow-up-Phasen und du brauchst irgendwann auch die Closing-Phase und den After-Sales-Service. All das ist meine Beobachtung, planen die meisten nicht ein. Und wer das nicht einplant, nun, das findet auch nicht statt. Bei den meisten fehlt daher zum Beispiel die Zeit, überhaupt die Verkaufsgespräche zu organisieren. Sprich also Termine anzubahnen. Und bei noch mehr Menschen fehlt überhaupt davor die Zeit, die Leads zu qualifizieren, die Leads zu generieren, sich überhaupt in das Gespräch zu begeben, die Interaktion zu eröffnen, um dann einen Termin zu vereinbaren, um dann das Verkaufsgespräch durchzuführen und danach über Follow-up bis zum Closing ins After-Sales-Service zu kommen. Also nimm dir Zeit. Die Frage ist nur, wie viel? Und hier gebe ich dir einen guten Tipp. Nimm dir am Anfang, wenn du gerade Neugründer bist oder neu im Verkaufen bist, nimm dir lieber einen Tick mehr Zeit, immer 30% mehr Zeit, als du vermutest. Denn viele Dinge müssen am Anfang noch entwickelt werden, optimiert werden. Vielleicht sind deine Listen, deine Systeme auch noch nicht vollständig. Du musst Tags einrichten, Kategorien einrichten, Datenbank einrichten, die E-Mails eintragen, die Adressdaten, Telefonnummer eintragen, die Historie aufbauen. Du brauchst ein gutes CRM-System und so weiter. All das kostet am Anfang wesentlich mehr Zeit, als wenn du in 3 Jahren schon routiniert arbeitest. Wie gehst du also konkret vor? Wenn du erfolgreich sein willst, dann hast du, wie im ersten Punkt, dir Ziele gesetzt. Wenn du also beispielsweise pro Verkaufsgespräch circa 1,5 bis 2 Stunden brauchst, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und vielleicht noch Anfahrt, dann bist du bei 3 Gesprächen am Tag mal schnell bei 6 Stunden. Du hast also effektiv jetzt noch für deine 8 Lead-Gewinnungsgespräche, Terminvereinbarungen, hast du jetzt noch 1 bis 2 Stunden. Und wenn das tatsächlich deine Hauptaufgabe ist, diese Verkaufsgespräche zu führen oder die Kundenanbahnung umzusetzen oder in deinem Webshop oder online den entsprechenden Content zu erstellen, E-Mails zu beantworten, dann macht es Sinn an dieser Stelle, dass du deinem Terminkalender dir diese Zeitblöcke auch jeden Tag für die nächsten Wochen, Monate und Jahre blockierst. Und zwar so lange, bis du vielleicht jemanden einstellen kannst, der diese Arbeit dann abnimmt, übernimmt, dich ergänzt oder dir überhaupt dich freisetzt, damit du den nächsten Schritt gehen kannst als Unternehmer. Wenn du also deine Zeitblöcke dir tatsächlich eingeteilt hast, dann achte auch, dass auch die E-Mail-Sequenzen Zeitfenster bekommen oder beispielsweise das Nachfassen, das Follow-up oder dass du auch Zeitfenster hast, um die Unterlagen, die Vertragsangebote zu erstellen. In einer größeren Firma ist es natürlich so, dass für jeden Bereich ein Mitarbeiter verantwortlich ist, dass vielleicht 3, 4, 5 Menschen sich das teilen. Wenn du aber selbstständig bist, wenn du Gründer bist, dann bist du am Anfang die eierlegende Wollmilchsau und darfst das alles selbst machen. Das heißt also, mental gilt es hier, dass du dir gedanklich mehrere Hüte auf den Kopf setzt und dann wechselst, dass du mehrere Rollen spielst, wie ein Schauspieler, der vielleicht ein großes Bühnenstück alleine aufführt. Er darf nacheinander die verschiedenen Rollen durchführen, so wie du es auch machst. Du bist der Telefonist. Du bist derjenige, der vielleicht Content produziert, die Leitfäden produziert. Du bist aber auch derjenige, der die Gespräche an sich durchführt. Du bist dann der Sekretär, der die E-Mails verschreibt, dort versendet. Und du bist dann auch der Buchhalter, der dann die Rechnungen, die Angebote vielleicht raussendet, fakturiert und nachweist. Und du bist dann auch Follow-up-Service und der Key-Account-Manager, der dann sicherstellt, dass die Leistungen, die Produkte tatsächlich auch angekommen sind und sinnvoll und wie versprochen umgesetzt worden sind. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, deinen persönlichen Wochenplan zu erstellen und deinen Verkaufserfolg zu maximieren, dann lade ich dich ein, auch Kontakt aufzunehmen mit uns, mit der X-Group zum Beispiel, über den Link unterhalb des Videos, um mit einem Coach zusammenzukommen, einem Verkaufstrainer und Berater, der dich dort begleiten kann.
Erfahrungsgemäß brauchst du 2 bis 6 Monate, bis dein Wochenplan wirklich gut funktioniert, bis 80% der Routinen, die stattfinden, zielführend sind und du dich auch zu Hause fühlst, es machbar ist. Und wenn deine Firma weiter wächst, nach 1, 2, 3 Jahren, nun, dann gilt es wieder, deinen Wochenplan zu organisieren. Dann hast du vielleicht weniger die Verkaufsgespräche, sondern dann vielleicht Mitarbeiterführungsgespräche. Wo du auch gerade stehst, nimm gerne Kontakt auf mit uns über das kostenfreie Erstgespräch. Den Link findest du unterhalb des Videos. Gerne aber auch den Kanal abonnieren und die Glocke dann betätigen. Dann wirst du informiert, wenn der nächste Teil veröffentlicht wird. Und ich wünsche dir nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.